Unternehmensnachfolge. Dieses Thema nimmt in Mecklenburg-Vorpommern gerade richtig Fahrt auf. Bis zum Jahr 2025 stehen rund 25.000 Unternehmensübergaben im Land an. Worauf muss geachtet werden? Dazu trafen sich am 29. November Unternehmer und Experten. Knapp 90% der Unternehmer haben weniger als 10 Mitarbeiter. Das heißt, sie müssen sich zum einen darum kümmern, das Personal zu halten. Sie müssen sich zum anderen darum kümmern, neben dem Halten des Personals auch neues Personal aufzubauen. Denn ein Unternehmer, der kaufen möchte, kauft vornehmlich nur dann, wenn ein Team vorhanden ist. Ein Team, was funktioniert, was in der Lage ist, die entsprechenden Aufgaben zu erledigen. Heute steht weniger im Vordergrund heutzutage, dass sich externe, also Käufer, auch größere Unternehmen, an bestimmten Kaufpreisvorstellungen stören, sondern mehr darum, dass sie vorhandene Teams kaufen wollen. Los ging es mit einem Beispiel aus der Praxis. MV1-Chefredakteur Thomas Böhm sprach mit Robert Deutsch, Inhaber der Pinax Werbemedien. Deutsch berichtete aus seiner Erfahrung. Er hatte das Unternehmen vor 2 Jahren von seiner Mutter übernommen. Was war für ihn dabei die größte Herausforderung? Die Herausforderung war letztlich das Thema Führung. Das ist wirklich das spannende und wichtige Thema. Man kann nicht einfach 5 Leuten so ein bisschen sagen, was sie tun sollen und dann funktioniert das, sondern man muss da doch sehr konzentriert drüber nachdenken, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um. Das war für mich persönlich auf jeden Fall die größte Herausforderung. Die Veranstaltung teilte sich dann in 2 Vortragsrunden. Während im ersten Saal die familieninterne Unternehmensnachfolge behandelt wurde, ging es in Raum 2 um die Unternehmer, die extern einen Nachfolger suchen. Die Politik hat das Thema in Mecklenburg-Vorpommern bei der Bürgerschaftsbank und der mittelständischen Beteiligungsgesellschaft angesiedelt. Die Kapitalknappheit ist ein Thema, wo wir als Bürgschaftsbank helfen, aber auch die mittelständische Beteiligungsgesellschaft als Beteiligungsgeber steht natürlich durch Eigenkapital bei den Finanzierungen zur Verfügung. Und als dritte Prämisse dieses Landes haben wir auch die Unternehmensnachfolge als Kernthema bei uns integriert. Das heißt, wir sind Anlaufstelle und Schnittstelle für Unternehmen, die abgeben wollen oder die gewillt sind, in diesem Lande auch Nachfolger zu werden. Neben den Banken kommt es vor allem auf Rechtsanwälte und die Steuer- und Unternehmensberater an, die den komplizierten Prozess einer Unternehmensnachfolge unter den individuellen Bedingungen begleiten. Wir wollten herausstellen, dass man früh genug anfangen sollte, sich strukturiert Gedanken zu machen, die junge Generation mit reinnehmen sollte und auf ihre Bedürfnisse auch achten muss, aber dass es ein strukturierter Prozess ist und über viele Facetten auch nicht in einem Abend alles zu klären ist. Allein die Unternehmensbewertung ist schon eine Wissenschaft für sich. Die erfolgreiche Nachfolge wird dann beim Notar besiegelt. Auch dieser braucht Expertise. Das Erste ist, dass es ein Prozess ist. Es dauert eine Weile und man sollte diese Zeit sich nehmen für die Nachfolgeplanung. Und das Zweite ist, man sollte nicht nur eine Profession ranziehen, also nicht nur den Steuerberater, nicht nur den Psychologen, den Bewerter, Notar, sondern man sollte eben alle sozusagen an einen Tisch kriegen, damit man da ein ordentliches Ergebnis erzielen kann. Nicht zuletzt ist eine Unternehmensnachfolge auch oftmals ein kompliziertes psychologisches Unterfangen. Gerade bei familieninternen Übergaben kann es schnell zu Spannungen zwischen den Generationen kommen. Es kann häufig sein, dass mehrere Geschwister im Unternehmen sind, vielleicht auch schon im Unternehmen mitgearbeitet haben, einige nicht. Dann kann passieren, dass vielleicht die Ehepartner oder die Lebenspartner der Geschwister vielleicht anderer Meinung sind als die Geschwister selbst. Und dann kann es schnell zu Konflikten kommen. Gerade wenn man nicht so eine enge emotionale Bindung hat zum Übergeber, also wenn es nicht die eigenen Eltern sind, dann ist da häufig auch mal schnell ein Kontra da seitens der Lebenspartner und dann kann sowas auch schief gehen. Viele Fragen konnten an diesem Abend nur angerissen werden. Deshalb bietet der Unternehmerverband Rostock Anfang des nächsten Jahres sogenannte Vertiefungsworkshops an. Eines sollte jeder Unternehmer beachten, der an eine Nachfolge denkt. Rechtzeitig sich an die Berater, an die IHKs wenden, um dann gemeinsam schnell diese Finanzierungskonzepte zu erarbeiten. Wenn ich das Ziel kenne, wenn ich den Hafen kenne, dann weiß ich auch, wie ich das dann steuerlich gestalten kann. Man braucht Zeit und man muss sich alle an den Tisch holen. Alle müssen miteinander sprechen. Nicht 1 Jahr vorher, sondern 5 Jahre mindestens vorher sich darüber Gedanken machen. Dann einen Fahrplan aufsetzen, gerne mit dem Beraterstab zusammen. Wir haben Steuerberater, Rechtsberater, wir als Unternehmensberater sind gerne dabei federführend.
Eine spannende Veranstaltung für ein wichtiges Thema. Sollten Sie Fragen zur Unternehmensnachfolge haben, können Sie sich direkt beim Unternehmerverband Rostock-Mittleres Mecklenburg informieren.